So, den chaotischen Beginn seid ihr ja schon seit langem von mir gewöhnt. Bitteschön. So, liebe Leute, guten Tag. Ich komme an und es fängt wieder an zu regnen. Das ist natürlich geil. Dann seht ihr einfach direkt das nächste Regenvideo. Jetzt gucken wir erstmal, was hier kommt. Ich weiß es selber nicht. Und dann erzähle ich euch mal, wo wir hier sind. Also, wir sind auf Stadtgebiet von Ingelheim am Rhein. Das ist an der linken Rheinstrecke zwischen Koblenz und Mainz. Zusätzlich ist hier aber bereits auch schon die Strecke aus dem Nahetal und aus Saarbrücken mit eingebogen. Weshalb wir hier auf diesem Stück ein sehr hohes Verkehrsaufkommen haben. Das ist die freie Strecke zwischen den Bahnhöfen Ingelheim und Gau-Algesheim. Einer der beiden Fahrdienstleiter überwacht hier diesen Bahnübergang mit Lichtzeichen, Vollschranke und ohne Gong. Per Kamera. Die Kamera sehen wir hier. Ja, hier an diesem besseren Radweg oder was? Das Verkehrsangebot ist gelinde gesagt üppig. Also hier könnten wir unendlich lange stehen und würden ganz, ganz viel sehen. Also es könnte wieder etwas längeres werden, weil ich ja auch die Vielfalt hier an dieser Strecke etwas abbilden möchte. Eben schon gesehen, den DB-Fernverkehr, mindestens stündlich, mit lokbespannten IC- oder EC-Zügen und ICE-Zügen, wie dieser eben. Baureihen planmäßig der IC1 und ICET, also 401 und 411. Alles andere wäre ja zumindest mal außerplanmäßig. Hat es aber auch alles schon gegeben. Dann haben wir im Nahverkehr, oh wei, den RE2 aus dem Süwex-Netz. Zum großen Teil gefahren von Regio Mitte mit den Flirt 3 Triebwagen, 429. Zum Teil aber auch von Flex, vor allem die Verstärkerleistungen, mit Lind-Triebwagen. Meistens die Lind 54, das ist die Baureihe 622. Der Grundtakt ist zweistündlich, den fährt Regio und was darüber hinaus ergänzend gefahren wird, zum Beispiel in Berufsverkehren, wir haben jetzt Nachmittag kurz vor 16 Uhr, fährt dann auch mal von Flex. Den RE3 hat Flex für sich alleine. Achso, der RE2 fährt übrigens von Koblenz über Bingen, Ingelheim, Mainz nach Frankfurt.
Den RE3 hat Flex für sich alleine von Frankfurt über Mainz, Ingelheim, zweistündlich aus Frankfurt, stündlich ab Mainz, dann hier lang und dann über Bad Kreuznach, Neunkirchen nach Saarbrücken mit Lindtriebwagen, Baureihen 620 und 622. Dann die RB33 von Flex von Mainz über Bad Kreuznach bis Idar-Oberstein. Ergänzt ihr den RE3? Den haben wir schon auf dem letzten Video gesehen. Geht gleich noch weiter. Dann die RB26 Mittelrheinbahn Transregio von Köln über Bonn, Koblenz, Bingen nach Mainz. Die fährt hier zwischen Bingen und Mainz sogar alle halbe Stunde mit die Zero ML und dem Siemens Mireo. Einmal nur für Sie geöffnet. Ja. Was machen Sie mit den Bildern? Ha? Was Sie mit den Bildern? Das ist sogar ein bewegtes Bild. Bild? Sogar ein bewegtes Bild. Ja, und dann? Geht das ins Internet. Und mein YouTube. Und für was ist das gut? Für Leute, die das interessiert. Die gucken sich das an. Gibt ja bei YouTube alles, was sie sich vorstellen können oder auch nicht. Es gibt ja auch Leute, die übertragen da, wenn sie online spielen. Sagen wir mal so, andersrum. Welches Interesse haben Sie, damit Leute das angucken? Interesse an der Eisenbahn. Sie haben daran Interesse, dass andere was gucken? Ja, und ich interessiere mich ja selber dafür. Das ist ja was anderes. Richtig. Aber ob ich jetzt 1 Million Hühner damit gucken lasse oder 1 Milliarde Menschen gucken lasse, so. Ist doch für denjenigen, der das macht, völlig wurscht, oder? Ich würde das sogar machen, wenn es sich keiner anguckt. Ja, das ist was anderes. No. Wenn Sie sowas machen für sich. Aber ein paar hundert Leute aber gucken was, sich das was, jede Woche bei mir an. Was haben Sie davon, wenn 1 Milliarde Leute das gucken? Was haben auch Sie? Nichts. Auch nichts. So. Das meine ich. Weil damit verdiene ich ja kein Geld. Ja, eben. No. Das verstehe ich ja. Aber so hat dann jeder seinen Spaß. Ja, ja. Wenn Sie da dann Spaß haben. So, mal gucken, ob ich jetzt nach drüben komme. Das wundert mich nämlich so, dass diese Vergewaltiger das ins Netz stellen, nicht? Ah. Ja. Und die gefährden sich doch selber. Und welchen Spaß haben die da dran, wenn sie... Ich meine, was anderes ist, wenn einer pervers ist und das nicht gerne macht. Aber wenn er das ins Netz stellt, dann gefährdet er sich doch selber, nicht? Richtig. Ja. Und dann machen wir doch lieber legale Sachen, oder? Ja, nur... Zum Beispiel Züge füllen. Nur dass ich kann die Logik nicht verfolgen, dass einer etwas macht für andere Leute, wo er sich selber gefährdet. Das ist Quatsch, ne? Nicht? Da hat er Verstehe nichts von. Ich nicht. Ja. Na gut. Machen Sie gut, ne? Schönen Tag noch. Ebenso. Ugh.
Ja, wir lassen das mal an der Stelle so stehen. Aber er war ja freundlich. So, im Nahverkehr hatte ich jetzt, glaube ich, alle Linien gesagt. Ansonsten noch Güterverkehr und Sonstiges. Und ihr seht, ich habe ja kaum irgendwie eine Chance, mal rüberzukommen. Aufgefallen war mir hier dieser Bahnübergang bei meinen einigen Vorbeifahrten, hier mit dem Zug. Dachte ich mir, Mensch, wie kommst du denn hier hin? Und da ich jetzt vorhin zufällig ja in Gensingen in der Nähe war, dachte ich, komm, liegt da nicht ganz fernab des Weges, dann machst du hier eben den nächsten Stopp. That's all good. So, dann probieren wir es mal. Da geht es schon in den Bahnhof von Gau-Algesheim. Und da hinten ist schon Ingelheim. Es ist eine sehr kurze, freie Strecke, relativ kurze. So. Wir haben es nach drüben geschafft. Wie schön. Wie ich schon sagte, sind wir auf Stadtgebiet von Ingelheim, aber bahntechnisch noch näher am Bahnhof von Gau-Algesheim. Deswegen meine Vermutung, dass der jener Fahrdienstleiter Gau-Algesheim diesen Überweg unter seinen Fittichen hat. Hat jetzt sogar mal 3 Minuten gedauert, bis es wieder zuging. Der Wahnsinn, wa?
So, durch die vergangene Regenaufnahme, ist ja immer noch jener 24. Juni heute. Es hat jetzt übrigens mal aufgehört. Wow. Hat sich der Akku ziemlich leer gezogen. Es könnte sein, dass während dieser Aufnahme wir einmal den Akku wechseln müssen. Aber noch zeigt er mir 12 Minuten an. Restakku, aber das waren vor 2 Minuten auch noch 23 Minuten. Insofern. Und es gibt jetzt gerade übrigens eine Signalstörung zwischen Mainz und Ingelheim. Das heißt, das Ganze kommt jetzt hier auch noch wunderbar durcheinander.
Ja, eigentlich wollte ich noch mal eben da drüben flitzen, aber mal wieder keine Chance. Dann machen wir jetzt noch eine Einstellung so und dann habt ihr genug gesehen. So, und an dieser Stelle kommt jetzt der versprochene Cut. Ich muss mich einmal den Akku wechseln. Tada! Also all die, die jetzt hier so mit mir gewartet haben, beziehungsweise dann wieder umgedreht sind, wie gerade eben, denen gefällt die Stelle hier vermutlich nicht so gut. Ich finde es so richtig klasse, verabschiede mich hier schon mal mit aus Ingelheim und sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und entschuldigt, dass der Film wieder viel zu lang geworden ist.